Herzlich willkommen zu einer neuen The Forestus-Folge. Hallo und willkommen. Genau, also in der letzten Folge, da haben wir relativ viel Stress gehabt. Oh ja, Alter, die war echt geil. Also ziemlich stressig, hektisch, gruselig. War alles. Und jetzt Ich wird will es hier mal wieder runter, aber. Zeit nach Hause zu gehen, ein bisschen auszurüsten, also wir sollten unsere Rüstung wieder nach oben ballern. Ja, weil wir Weil wir uns jetzt auch ganze richtig viel Rüstung. Stoff gefunden, Au! also Ich hab auch Klappen. gerade meinen Ellenbogen gegen meinen Tisch gehauen. Ah, oh, das hat richtig. Nee. Genau, und dann, wir haben ja auch letzte Folge ein Ding gefunden, einen Höhleneingang. Und zwar Ein beim ganz Dorf. großes Dorf. Alter, das Dorf war wirklich riesig. Und Hey, ich will hier runter, aber ich finde den scheiß Weg runter nicht. alle gerne runter, es wird auch easy peasy. Ich trau mich nicht. Ja, okay, jetzt bin ich oben. Das ist irgendwie so geil, in diesem Spiel durch den Wald durchzugehen, mit diesem Voll. Wind und so. Richtig Wir cool, brauchen richtig vielleicht cool. mal mehr Gärten, weil ich habe so viele Dinge. Naja. Samen. Da könnten Ja, wir wir einen haben doch riesen eh Garten den einen bauen. Grad jetzt fertiggestellt wieder. Unser viertes Beet. Aber das hast du ja schon voll geklatscht mit Samen. Nicht bewegen, nicht bewegen. Oh nein, komm. Was ist eigentlich das hier? Das sieht so Haha! komisch aus. Wird Ich habe schon wieder ein dunkel? Reh. Wieso wird es schon wieder dunkel? Oder irre ich mich da jetzt? Ne, ich glaube, es wird echt dunkel irgendwie. Ach, jetzt bin ich. Ja, jetzt bin ich beim Sinkhole, lol. Bist du eigentlich? Sinkhole, du bist ja ganz anders. Also ich versuche hier gerade langsam nach. Das ist doch da, wo wir die doch Warum haben wir da gespawnt sind. hinten ein Zuhause eigentlich? Ja, Lol. das war doch in der allerersten Folge, glaube ich. Ich habe das Flugzeug gefunden. Oh. Ja, da sind wir abgestürzt. Das war unser allererstes Zuhause, wo wir doch verreckt sind und so. Und da haben wir doch so gebaut, um Stimmt. zu überleben und haben gesagt, wir lassen es einfach mal stehen. Soll ich neben dir? Kohlenstoff. Was, du bist Was? drin? Da war Stoff drin. Hallo, oh, das wird Oh, sofort. Stoff. Ah, Stoff. Aber trotzdem Oh versuche ich jetzt mal yeah. nach Hause zu gehen, oder? Ja. Oder sollen wir lieber darüber gehen wieder und Weil zurück? in der Nacht ist anscheinend irgendwie ziemlich kritisch irgendwie. Ach, jetzt sind wir eh gleich daheim mit der Ach, hier haben Seele wir, wieder. ich habe ja eh schon, hä, ich habe ja was markiert. Ach, weiß markiert, genau, die Höhle haben wir schon. Genau. Genau. Das weiß markiert sich einfach echt gar nicht, ne? Oder ist das vielleicht gar nicht weiß, sondern vielleicht ist das mit Absicht, stimmt es, da ist gar keine Markierung. Ja, stimmt eigentlich, Vielleicht also. ist weiß wirklich so keine Markierung. Ja. Dass du Markierungen aufheben kannst, das ist cool. Jetzt sehe ich Das wieder ist nichts. Nein, es Nach. ist mir wieder kalt. Ja. Keine Ja, wir sind gleich Ausdauer daheim. mehr. Ja, ich habe das Problem auch gerade die ganze Zeit. Also Shift, wieder nicht. Shift, nein, wieder nicht. Ach, hier sind schon die ganzen gefällten Bäumchen und oh Gott sei Dank, unser Zuhause. Das ist irgendwie geil, wenn man wieder hier ist. Ja, da sieht Ja, man doch, das dass wir wollte ich ein. das gar Alter, nicht. das ist wirklich wie zu Hause hier. Ein ganzes Dorf eigentlich. Oh geil. Hammer. Gefällt mir. Hammer gut gemacht. So, ich muss erstmal das ganze Fleisch jetzt hinlegen. Alter, ich habe richtig viel gesammelt, ey. Ich habe 6 Steaks sozusagen mitgenommen hier. Mal gucken, Inventory. Achso, gut, Fleisch habe ich gar nicht. Aber erstmal die Mutantenrüstung. Ah ja, genau. Die tue ich dann mal da hin. Okay, dann tue ich die dahin. Oh, nice. Und dann nur noch eigentlich diesen Oberarm da, Nur ne? zwei Eins. Oberarme, Ne, oder? zwei Oberarme fehlen noch. Ne? Schade, Gut, dass aber es wie keinen machen wir Kopf das dann? gibt. Schade, dass es keinen Helm gibt. Ja, weil bei der Skelettrüstung gibt es ja eigentlich. Ja, weil es Skelett, also Skelettrüstung, Knochenrüstung, da hast du. Knochenrüstung. Genau. Ich habe Skelett, irgendwas sage ich falsch. Irgendwas sage ich. Irgendwas sage ich falsch. Irgendwie. Merkwürdig. Alter, jetzt haben wir richtig viel Stoff. Das ist. Alter, ich hau mir jetzt echt die Rüstung voll, ich sag's dir. Ich gib mir jetzt voll die Kante.
so hart. Ich brauche auch ein paar Knochen. Ja, jetzt ist es geil, dass wir richtig viele Knochen haben. Ich höre schon wieder die ganze Zeit dieses Dullum, Dullum vom PC oder was auch immer. Ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was das ist. Das war in der letzten Folge auch schon. Da höre ich immer wieder das Dullum, Dullum. 6, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Das höre ich aber jetzt wirklich dauerhaft. So im Sekundentakt. Nicht, dass meine Festplatte voll läuft, jetzt habe ich irgendwie nicht geguckt. Ach, nein. Das wäre natürlich auch so ein gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. So, tragen, 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 tragen. Tragen. Oh yeah. Noch zwei Dinge, dann wäre es voll bei mir. Wie viel noch habe ich denn da? 4. Na gut, das reicht nicht. Ja, aber ich bin zufrieden. Ich bin eigentlich hier schon wieder gut ausgerüstet mit Knochenrüstung. Gott, wie viel Stoff hat man? Okay, man braucht ungefähr. Alter, aber eigentlich. So 25, ne, 30 Stoff braucht man eigentlich, um komplett sich auszurüsten, anscheinend. Also, ich bin noch nicht ganz voll, ne? Holy shit. Ne, ich auch noch nicht, aber. Aber wenn du jetzt überlegst, die Knochen, wie lange wir diese Knochen jetzt gesammelt, jetzt haben wir gar keine Knochen mehr, null. Ja, jetzt dürfen sie uns wieder angreifen. Das ist richtig übel. Wenn du überlegst. Wie viele Knochen das waren. Ich dachte echt, dass wir jetzt eine Unmenge an Knochen haben. Na gut, aber man braucht halt pro Rüstungsteil 6 Knochen. Und wenn jeder halt da, was weiß ich, da so 10 Felder voll kriegen muss, das sind halt dann echt viele Knochen, ne? Eigentlich schon, ja. Wie gesagt, braucht man da 160 Knochen dann im Endeffekt. Gut, Scheiße, haben wir schon mal voll verpennt zu schlafen. Meinst du, dass... Nee. Könnte sein, dass der Rhythmus vielleicht raus ist, also? Ich speichere mal und dann können wir mal schlafen. Weil es ist schon relativ lange Nacht, oder? Komm, das schaffen wir schon. Scheiß drauf. Okay. Schauen wir mal. Hä, was ist das? Gute Frage. Hast du das jetzt auch gehört? Das... Ja, diese... Alter, ich esse einfach die ganzen Snacks jetzt mal miteinander, ganz ehrlich. So, warm. Nee, ich habe noch ein Stück Fleisch. Wenn ich gerade ein Fleisch im Inventar habe, dann schmeiße ich das drauf. Wenn ich so, ja klar. Wenn du ja, du hast doch gesagt, du hast so viel Samen, dann... Yep. Oh, ich habe 11 Bärensamen, aber da tun wir es eher Kräuter anlegen, oder hier? Wo denn? Hier in diesem leeren Feld sozusagen. Oder haben wir da auch einfach unsere Bären rein? Ich habe Bären, dann habe ich... Ich habe Bären und die da, ich weiß aber nicht, was das da ist. Wahrscheinlich Aloe Vera oder sowas vielleicht. Wenn das so ein längliches Ding ist. Heidelbeer. Ich habe jetzt 17 Heidelbeer-Samen. Aber ich habe keinen. Ich kann keine anderen mehr nehmen. Ich habe 11 Heidelbeer. Alter, da braucht man nochmal einen Peter oder so. Na gut, aber hauen wir da auch einfach unsere Bären rein? Ja, ich hau da jetzt rein. Ja. Scheiß drauf. So, zack. Oh, okay. Das kann ich nichts mehr machen. My time will come later. Ja. Ja. Ich schau mal wegen Snacks und so kann ich da. Also was machen wir denn? Wollen wir jetzt so ein bisschen weiterbauen oder wollen wir jetzt gleich wieder zur Höhle zurückgehen? Soda. Ich glaube, wir brauchen eigenes Lager nur für Soda. Ganze. Ja, und Snacks eigentlich auch. Also. Ich habe jetzt. Ja, Soda ist randvoll bei mir, Snacks ist randvoll bei mir, also. Wir brauchen unser zweites Lagerhaus, eindeutig. Oh ja. Ach, guck, da habe ich noch zwei Snacks erlegen. Oh, ich war vor dir. Das war jetzt. Nein! Das war jetzt gut. beide sehen das gleich. Oh, da kann ich doch. Oh, mein, ganz schnell! Ganz schnell. So. Irgendwie. Das ist so unordentlich, so unaufgeräumt gerade. Das stört mich ein wenig. Eigentlich müsste man das da nehmen.
Und dann theoretisch dort auch was nehmen. Arsch. Und dann hier. Also die Soda möchtest du dann darüber stellen jetzt? Mhm, eigentlich schon. Obwohl ich sollte vielleicht... Bleibt das eigentlich, wenn man das so auf den Boden schmeißen würde, würde das eigentlich da bleiben? Nee, oder? Ach, ich bin mir nicht sicher. Nee, aber was mich wirklich nervt, ist mit diesem Regal auf diese Platzverschwendung. Ey, Glück sagt, könnte man da jetzt ein Regal bauen mit alles unterkriegen. Also im echten Leben. Ja gut, vielleicht zwei Regale. Nee, das kriegt man in ein Regal rein. Gut, ich verstehe, dass es so spielmechanisch besser ist, wenn man da so einzelne Dinge... Ja, weil dann musst du mehr bauen, ja. Und nee, ich meine auch, dass man es halt klarer sieht, was man hat und so. Ja, das auch, das stimmt. Dass es einfach auch leichter zum Darstellen ist, sag ich mal, wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger sein, wenn man es irgendwie so gesteckt irgendwie anzeigen lassen muss. Das ja, stimmt, du machst ja. Das Scheiße. Ah, unsere Hasen, die sind noch zu... Wie sieht das ausschaut? Auf dem Boden. Okay. Das sieht gut aus. So. Schauen wir kurz. Ja genau, grün waren die Fallen. Das kann... Grün waren Fallen, ja. Ist da eigentlich mal wieder ein Hase? Oder haben wir mal einen Hasen mehr oder so? Nee, oder? Sind nur noch zwei drin. Apropos Hase. Bleib da. Alter. Jawohl. Komm rein. Ich hab einen Hase. Ja, mit dem Pfeil im Bogen, ey. Das läuft dann. Hast du nicht gesagt? Ach, da ist doch irgendwo der Campingplatz in der Nähe. Da hole ich mir so eigentlich wieder gute Pfeile, ey. Ja. Der ist in der Nähe, ja. So kann das nicht weitergehen. Nein. Ich meine, wo sind ganz wir denn hier? Medizin. Ach, hier ist ja gleich so viel. Obwohl, der Campingplatz ist doch schon noch ein bisschen weiter weg, oder? Das ist doch rechts vom See. Läuft schon wieder ein Hase. Willst du mich verarschen? Nee, also der ist schon. Also, das ist ja schon fast. Da habe ich schon außen rum gebaut. Die Bäume habe ich schon außen rum gefällt. Was? Fast gefällt. Bin ich wohl hier irgendwie. Bin ich hier falsch? Irgendwas habe ich gerade verkehrt gemacht. Ich bin mir gerade nicht mehr. Alter, wo war der Campingplatz? Ich war da nicht irgendwo hin. Aber du sagst, dass wir eigentlich schon längst dort waren. Ja, also ich habe noch nicht ganz rumgebaut. Das war wirklich grenzwertig. Wie viele Snacks habe ich? Gut, Snacks könnte ich mir fast mal noch. Ich gönn mir jetzt einen Snack. Ich esse jetzt die Snacks, ehrlich. Ja, ich habe auch schon ganze Snacks reingehauen. So. Und dann nehme ich da die Snacks und dann tue ich da noch die Medikamente. Weil Medikamente sind mir doch ein bisschen wichtiger als wie die Snacks sogar. Ja. Dann kann ich mir die aufheben. Ja, genau, perfekt. Moment, wo zum Teufel bin ich jetzt denn noch? Voll die Orientierung verloren. Ich höre Leute bei uns. Ey, schlecht, ich hab das Tor offen gelassen. Warum lässt du das auch offen? Ja, aber ich dachte, ich wollte eigentlich gerade das Holz holen. Also ich ring gerade Idee gekommen. Ich versuch zu machen. Okay, ist zu. Perfekt. Ah, da ist der Campingplatz. Meine Fresse, da bin ich ganz woanders. Kann ich aber auch nichts dafür. Jetzt was für eine Pfeife ich bin. Das ganze Gebüsch, was ich hier entfernt habe, ist wieder drin, ne? Das nervt mich. Wenn es immer wieder wächst, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Lol. Alter, ich finde hier gerade so viele Tiere. Hasen, Rehe. Ja, dann, das ist doch gut, Alter. Allein für die Ding. Ich beschwere mich nicht, aber jetzt, wenn man wirklich aktiv danach sucht, keine Chance. Wenn man so per Zufall irgendwie greift, dann...
cool. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es auch nach Zeit ist. Also so ein bisschen so am Anfang sind nicht so viele da, damit du dich schwerer tust, damit das mehr Hardcore-lastig wirkt. Und dann am Ende natürlich, wenn du viel hast, dass natürlich die da sind, dass, wo du es eigentlich gar nicht mehr brauchst so richtig. Weißt du, wie ich meine? Ja. Nein, ich hab... Oh, ich will die Orientierung verloren. Wo bin ich? Wo ist dieser scheiß Campingplatz hin? Ich bin doch eigentlich nur gerade weggelaufen. Ja, ist so scheiße. Ich zweifle echt gerade an mir. Oh Gott, da ist er wieder. Die schreien da gerade außen rum in der Mauer. Nein, die greifen an die Mauer an! Nein! Ich höre das doch! Do something! Don't! Ich weiß nicht, wo die sind! Da! Komm her! Komm her! Ich kann jetzt nicht mehr Pfeile nehmen. 30 Pfeile nur noch mal. Nein! Jetzt verstehe ich. Hase! Hase. Komm her. Komm, ich brauch deine Knochen. I need your bones is what I need. Was? War was? Ach komm schon, Reh, ich bin doch so weit weg, du kannst mich nicht sehen. Ja gut, ich brauch mich schon, aber... Ja, der Dieb. Wähle jetzt hier, bleib! Spät! Oh. Nicht getroffen, oder? Ich finde es eigentlich jetzt richtig gemütlich, einfach mal so eine Folge, beziehungsweise ein bisschen Zeit, einfach so ein bisschen hin und her zu laufen. Genießen, dass man zu Hause hat. Bisschen am Lager, ein bisschen zu Tieren. Oh, das ist richtig schön. Ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf diese scheiß Reh. Dann lass es doch. Ja, wir haben jetzt genug zu. Oh mein Gott, das sind einige Leute. Eigentlich brauchen wir nur noch 107 Bäume, ne? Das wäre gar nicht mehr so viel. Ja, ich habe hier zwei Kollegen, die ich. Lol, die sind gerade richtig aggro. War das eure? Ja, keine Angst, ihr könnt es ruhig haben. Ich komme und helfe dir. Und ich mach die auf und dann kommst du rein und ich mach zu. Haha! Ich mach die mal zu. Dankeschön! Das schaffst du schon! Mach zu! Das war Mongo, ey! Scheiße, okay, das war jetzt gut. Hast du gerade die Knochen genommen? Nee. Ja. Arsch. So, den hab ich gekillt. Du hattest deine eigenen zwei. Okay, wir haben jetzt lang schon. Wow. Das ist schon wieder fast ein Problem, ne? Platzproblem mit dem ganzen Fleisch. Aber geil, das sind unsere Notreserven, das passt schon. Ja gut, aber hier könnten wir nochmal... Theoretisch nochmal eins bauen. Also ja, hier ist es echt, das ist jetzt echt kein Ding. Ja, bau gleich mal eins hin. Soll man das Fenster offen lassen oder kann ich vor dem Fenster auch eins bauen? Oder soll ich vor dem Fenster freilassen? Lass es vor dem Fenster vielleicht frei, ja. Ja? Perfekto. Ich überlege gerade sogar, ob... Es ist die Frage, schau mal. Willst du wieder so eins haben wie dort an die Wand, ne? Oder willst... Alter, der Wind ist gerade so laut. Oder willst du vielleicht... Warte. So längs. So längs zwei Stück haben wir. Wenn ich jetzt hier so eins hinstelle, werde ich muss ein bisschen üben. So, ne? Und dann kommst du da rein, dann hast du hier links, dann kannst du hier so reingehen. Und dann könnte man theoretisch, wenn es vom Platz her, weißt du, das ist halt dann noch eins daneben hinstellen, weil dann haben wir hier und dort, weißt du, dann haben wir wieder ein bisschen mehr. Weißt du, wie ich meine? Ja. So ja. Will wenigstens ein bisschen ausgenutzt. Ja, dann komme ich her, Bock aufs richtig fette Lagerhäuser. Also bevor wir immer nur alles an die Wand klatschen, vielleicht ein bisschen dynamisch in die. Geil. Da kommen ja dann jetzt die Arme und Beine hinhängen. Was? War nur so dann gesagt. Theoretisch ging hier auch, ne? Wenn ich hier nochmal so ein Ding hinbaue. Schau mal her. Theoretisch nur mal so. Warte. Ich dreh grad. Zwischen die anderen zwei da wahrscheinlich, ne? Theoretisch. Ja. Könnte man ja, da,
Sieht doch ganz nett aus, oder? Wenn da überall ein bisschen was rumsteht. Kann man hier noch durchgehen, da haben wir ordentlich. Weil ist ja auch irgendwie blöd, wenn man eigentlich alles an die Wand stellt und im Raum alles frei ist. Ja. Das ist ja auch irgendwie so, naja. Bisschen dynamisch bauen, was haben wir hier? Ja, eigentlich? Langsam haben wir doch echt was. Also von Fell, glaube ich, reicht so ein Ding, weil ich glaube, das Fell ist. Das ist richtig geil, wir haben jetzt aktuell 6 Hasenfell. Das ist eigentlich genug Hasenfell, um jetzt ein Bett zu bauen, ne? Also wir könnten dann mal unsere Villa bauen und dann unser Bett reinhauen und so. Oh ja, aber zuerst, bevor wir unsere Villa ist wirklich fast das Letzte, was wir bauen. Ja, ja, klar. Also ich will erstmal wirklich diese Siedlung fertig kriegen, diesen Turm fertig kriegen, das zweite Lagerhaus unbedingt. Vor allem bei unserer Villa, das werden wir wahrscheinlich wieder außerhalb von... ...mal da wieder eine Mauer rum. Jupp, da habe ich überlegt dann, weil... Kann man da vielleicht eine fette Steinmauer einfach außenrum bauen, so drei so Stufen oder so, oder 4? Glück sagt, so eine richtige Burg bauen. Boah, ich glaube, puh. Weil da könnte man dann... Und bei unserer Villa könnte man doch dann eigentlich einen großen Garten... Obwohl, sollte man... Ja, Vielleicht ein Kräutergarten? Ja, also irgendwas müssen wir noch bei der Villa... Aber was wir noch machen könnten, das wäre fett. Eigentlich, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, also wo wir auch erweitern können, oh, wir schweben einfach in Ideen, aber wir machen nichts, ne? Zum Beispiel, wenn wir hier rausgehen, öffnen, ne? Der war nicht schlecht. Oh Mann. Der war jetzt nicht schlecht. Wenn wir das aufmachen und das... Ich mach mal schnell unser... zu, ne? Ey, da weißt du aus. Oh nein, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich seh's positiv, wir haben hier einfach nur auch ein paar Knochen. So, mein ist, glaube ich, tot. Ja, ich hab gerade keine Ausdauer. Ach, der läuft weg. Bleib da, Arsch. Reparierst du gerade? Ja. Gut. Nimm du die Leiche, ich nehme den Holzkahn. Lass offen, bitte. Ja, ich lass offen. Nee, die Idee war dann vielleicht, wenn wir so einen extra kleinen Bereich und dann einfach einen riesen Garten. Ganz viele Gärten und was weiß ich. Weißt du, so, du gehst durch ein Tor, aber das ist nochmal so eingezäunt. Ne? Ja. Also es ist nochmal eingezäunt und dann einen riesen Garten. Weißt du, so, wo du hier einfach so lang gehst, so einen Weg entlang wie dort. Und dann eigentlich so einfach ein Weg, so ein Weg, so ein Steinweg, so ja? Und dann links und rechts immer ein Garten, 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 Garten. Boah, geil. Oh, ja. Ah, oh. Oh yeah. Oh yeah. Oh Gott. Hä, wo hast du die Baum? Stell mir her. Die war noch drauf, die haben wir letztes Mal nicht verwertet. So. Und diese scheiß Bäume wachsen nach, diese scheiß Büsche da. Nein. Ja, das nervt voll. Das nervt richtig hart. Ja, es hat auch wieder was, aber... Ja, aber das ist so übertrieben. Wenn wir ein bisschen bestimmen können, wo sie wachsen. Also ich glaube, unser Lebensmittel-Ding, der ist schon gut. Also der ist... ja. Man könnte noch hier die Wand noch mit den Dingern da... Warte, apropos, stimmt. Geh noch weg. Ich habe immer noch... Ich habe auch noch so ein Schildkröten-Ding. Bau gleich nochmal eine Blaupause hin. Ich habe keinen... Ach, danke. Ich mache extra ein bisschen dynamisch, damit das nicht so identisch ausschaut. Mhm. Perfekt. Geil. Schön. Also unser Lagerhaus, also das Lebensmittellagerhaus, das sieht immer richtig fett. Aber hier dürfen wir kein Dach drüber machen, ne? Müssen wir dran denken. Nee. Das wäre echt kacke. Eigentlich. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das Spiel das so erkennt. So, da ist Dach, jetzt kommt kein Regen mehr rein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber. Doch, ich glaube schon. Aber wir wollen es ja so an der Luft trocknen, das Fleisch und so, das alles. Hier, da müssen wir halt. Gut, das ist auch gut. Ja, doch, das Lagerhaus ist toll. Ja, man musste halt einfach ein bisschen umschichteln ins andere Lagerhaus dann rüber. Aber im Endeffekt passt es ja. Ja. Ich tu mal hier meine Pfeiler, meine man restlichen rein. Man könnte eventuell, weil hier haben wir auch wieder eigentlich alles in die Wand geklatscht, beim anderen Lagerhaus dann so Rücken und so stellen. Ja, irgendwie. Das habe ich auch vor, ehrlich gesagt, weil das an der Wand, das ist natürlich alles, aber da hast du, ich weiß nicht, da hast du so Einbüßen irgendwie, das... Ja, genau, das ist irgendwie so gut. So, ich gehe mal neue Pfeile holen.
Ja, passt. Im Pfeillager, also wir haben eigentlich eine ziemlich geile Location, ne? Also wir haben da einen riesen See, wir haben da haufenweise Pfeile immer. Das mit dem Stoff, ja. Das müssen wir, das ist geil, das mit dem Stoff, das... Aber das ist ein Stückchen, also müssen wir mal ein Stückchen gehen, mit dem Stoff. Das stimmt, aber das ist natürlich viel. Also da lohnt sich das richtig, dahin zu gehen. Ja. So, wir haben noch ein bisschen Kohle. So, da la. Wenn ihr eigentlich einmal ein Mutant durchläuft, ne, das sind die ganzen Büsche eigentlich Geschichte. Das stimmt. Aber bei uns im Dorf waren lange kein Mutant mehr, ne? Okay, ich höre schon wieder Lachen. Naja. Hallo. Ja, jetzt eigentlich die Folge können wir eigentlich fast schon. Ach so, ja. Dem Ende ja, zuneigen. Neues Anfang. Wenn ich jetzt. Moment. Das ist ein Durch, warte. Oh. So, ich hab ihn getroffen. Haha, Headshot. Nice. Ist der nicht mit diesem? Ja, den Lurch hab ich auch. Wo ist. Ach, da ist es. Einheizen und ran oder das. Alter, ist es schwer, die zu verfolgen, irgendwie die Viecher. Die siehst du so schwer am Boden, wenn die krabbeln? Ja, also irgendwie jedes Tier hat so seine Tücken, ne? Also Hasen sind irgendwie extrem flink, die flitten extrem schnell aus den Augen. Rehe, die sind ganz halt so weit weg. Ne, Rehe, die spawnen einfach. Und ja, und die Luche, die für, ja, sind so flach am Boden. Ja, also die habe ich jetzt echt verloren, also den Lurch, den habe ich jetzt irgendwie... Der war immer so da und dann denke ich mir, hä, wo ist er? Und dann habe ich wieder was bewegen sehen. Ach, da ist er und dann bin ich da hin und dann war ich wieder weg. Und jetzt ist er wirklich despawned. Ja, den ist ein bisschen komisch. Ich glaube, nach Zeit, wenn du zu lang irgendwas verfolgst, dann despawnen die. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, also, ich glaube, also, man tut also echt beim Reh, also beim Reh, letztens, da, also ohne Witz, da habe ich Videobeweis, der ist richtig vor mir despawned. Also okay. Ungelogen, also das war wirklich, das war nicht aus den Augen verloren, der stand vor mir und flupp, weg. Der hat sich nicht mal bewegt, der war einfach weg. Na aus gut, dem Nichts. Das hat mich ein bisschen genervt, aber gut. Ich glaube, dem Spiel, dem verzeihe ich sowas, weil im Großen und Ganzen ist das Spiel so geil. Eigentlich, wenn du hier guckst, ne, ist alles krumm und schief. Es ist so Hammer. Meinst du bei unserer Siedlung? Ja, schau, wenn ich nur hierher gucke und den Garten anschaue. Das ist ja so am Hügel. Oh ja, das sieht echt krass aus, ne? Aber es sieht doch... Das sieht aus, als wäre das ein riesen Abhang, ey. Sieht aber natürlich aus. Aber wenn du davor stehst, dann ist es... Hallo, danke dir. Toll. Was du kannst, kann ich schon lernen. Wenn du davor stehst, ist es nicht so hart. Aber wobei, doch, das ist schon doch ganz schön im Berg. Nee, erst wenn man so rumgeht... Ja, doch. Das ist... Das merkst du selbst, wenn du hochgehst, ne, irgendwie. Obwohl, ne, es geht. So, dann, Folge. Beenden, ja. Ja. Speicher kurz. Ich auch. Jetzt ist eh Nacht und dann haben wir ganz könnte gut. Könnte man wahrscheinlich gut, eben bald wieder schlafen. Ne? Oh ja, stimmt. Oh ja, gut, jetzt haben wir ein bisschen Rhythmus verloren, ne. Also jetzt müssen wir sofort schlafen, wenn es geht. Oder wir machen jetzt die Nacht durch. Ja, das könnte je nachdem. Sein. Schauen wir mal. Naja. Das Problem ist, wir haben halt jetzt während der Nacht eigentlich nichts zu tun. Und Baumfällen irgendwie. Nee, bei Hardcore ist das schon Hardcore. Naja. Also letztens dann der Siedlung. Also ich weiß nicht, ob es jetzt dran lag, dass es Nacht war. Und zusätzlich dann in der Nähe von diesem, Dorf, sag ich mal. Oder ob das einfach Zufall war, dass die einfach mal so da waren. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber wenn es generell heißt, in der Nacht ist extrem viel los, dann, ja, habe der. Das kann ich mir aber gut vorstellen, dass in der Nacht viel los ist. Erstmal das und zweitens mal in der Nähe vom Dorf, da waren halt wirklich echt viele, ne. Ich kann mir schon, das war mir bei der ersten Staffel auch immer so, ja, ein Dorf und das sind keine Viecher. Das hat mich richtig genervt eigentlich, dass ja. Die Dörfer alle so leer waren. Jetzt,
Ja, also Glück sagt, mir hat es jetzt gefallen, dass wir da angegriffen wurden. Ja. Als hätten wir ihre Heimat angegriffen, weißt du? Als hätten die sich nur verteidigt. Nee, naja, gut. Naja, aber hiermit bedanke ich mich fürs Zuschauen bei der Folge und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jo. Bis dahin. Ciao. Ciao.